Hallo liebe Leute, und es geht weiter mit Black Mirror 3 und mit Miss Antolini im sechsten Kapitel mittlerweile. Oh, jetzt können wir uns auch hier die Bücherregale anschauen. Ich finde das ja eigentlich ganz cool, dass Miss... Hier gibt es nur britische Literatur. Shakespeare und Co. Die habe ich alle schon durch. Das Miss Antolini, wollte ich sagen, so eine Vatikan-Agentin irgendwie ist. Das finde ich eigentlich ganz cool doch. Hauptsächlich Lexika und Biografien über britische Lords. Hier habe ich das Buch über die Hüter gefunden. Eine mächtige Säule. Die Holzverkleidung ist mit Schnitzereien verziert. Sie hat bestimmt auch wesentlich mehr Ahnung irgendwie, kann ich mir vorstellen, als Darren. Befasst sich ja mit sehr vielem. Der Stammbaum der Gordons. Viele der Frauen waren Hüter. Isabella, Emily, Rose, aber auch Marcus, Albert und Durkheim. Von denen gibt es Aufzeichnungen in der Vatikanbibliothek. Ich muss erst dringend den Erzbischof sprechen. Ach so. Rufen wir mal an. Hab ich vergessen. Eure Exzellenz? Hier spricht Priorin Antolini. Es hat Komplikationen gegeben. Der Exorzismus ist fehlgeschlagen. Nein, ich glaube nicht, dass es daran lag. Ja. Ja, aber das macht nur Sinn, wenn der Dämon unbekannt ist. Richtig, Eure Exzellenz. Wir haben seine Macht unterschätzt. Vater Frederick ist tot. Er wurde durch den Raum geschleudert. In Ordnung. Nein, dem Hüter geht es den Umständen entsprechend gut. Ja, Eure Exzellenz, ich verstehe. Ich denke auch, dass der Ort entscheidend ist. Der Hüter hatte eine Darstellung piktenähnlicher Glyphen bei sich. Dieselben, wie sie auch auf dem Schattenportal eingraviert sind. Genau dahin muss der Dämon zurückgetrieben werden. Ja, in den Black Mirror hinein. Es wird kein Problem sein, bis dorthin zu kommen. Den Dämon selbst drängt es zum Spiegel. Er wird von ihm angezogen wie ein Magnet. Er wird uns bis dahin keine Schwierigkeiten bereiten. Im Gegenteil, Hüter und Dämon werden schwer auseinanderzuhalten sein. Ja, das ist die andere Seite der Medaille. Aber Eure Exzellenz, dieser Mann ist wahrscheinlich der Einzige, der diese Aufgabe erfüllen kann. Ja. Gibt es denn eine Alternative zum Exorzismus? Selbstverständlich werde ich das... Also gut. Zuerst muss ich den Zugang in die Katakomben unter dem Schloss finden. In den Aufzeichnungen wird eine Kapelle erwähnt, die dort unten zu finden ist. Dort vermute ich den Black Mirror. Ja. Ja, danke, Eure Exzellenz. Danke. Gut, solange Adrian schläft, kann ich schon mal nach dem Eingang suchen. Geheimgänge in alten Gemäuern haben meistens die Eigenschaft, nicht ganz luftdicht versiegelt zu sein. Das könnte mir helfen. Wie soll mir das denn helfen? Na super. Ich weiß jetzt schon, dass das bestimmt wieder knifflig wird für mich. Unter dem Grundstein war früher der Eingang in die Katakomben, aber Marcus hat ihn versiegeln lassen. Heute befindet sich dort unten der Keller. So einen riesigen Globus habe ich schon mal in einem Museum in Moskau gesehen. Er bestand auch aus Metall. Ich weiß noch, dass Australien nur zur Hälfte darauf abgebildet war, weil man es bei der Anfertigung noch nicht komplett kartografiert hatte. Ich gucke mich hier einfach mal mit ihr auch nochmal um, weil vielleicht hat sie auch immer noch was anderes dazu zu sagen, wie zum Beispiel, dass hier darunter der Keller ist. Das finde ich gar nicht mal so unwichtig. Ach, was haben wir denn hier alles? Die Akte der Gordons aus dem Archiv des Vatikans. Der letzte Eintrag ist von 1923. Dort ist die Übergabe des Hüterpostens an Victoria Gordon vermerkt. Ganz vorn in der Akte ist die Kopie eines Briefs von Marcus Gordon.
Darin steht, dass der Zugang zum Schattenportal mit einem Altar verschlossen wurde. Die unterirdische Kapelle wurde geweiht und hält die Schatten davon ab, in die Katakomben einzudringen. Die Bibel hat mir viel Kraft gegeben, wenn ich sie brauchte. Ich finde, jeder sollte sie mindestens einmal gelesen haben. Streichhölzer, Diktiergerät. Streichhölzer. Ich habe sie aus einem Café in London, bei dem ich vor ein paar Tagen war, um den Erzbischof zu sprechen. Ich habe das Diktiergerät während des Exorzismus laufen lassen. Ich habe kein Wort verstanden, obwohl ich einige Sprachen verstehe, aber das muss eine sehr, sehr alte Sprache sein. Der ist für den Notfall, falls, naja, Mordred mich angreift. Okay. Im Keller waren noch alte Fliesen gelagert. Hätte sie nicht jemand von damals aufbewahrt, hätte der gesamte Boden neu verlegt werden müssen. Ich wollte, dass der Schutt in der Halle gelagert wird, damit sich die Jugendlichen, die sich manchmal am Schloss treffen, nicht verletzen. Ich habe aber nicht daran gedacht, dass es so viel werden könnte. Na toll, du bist also schuld hier an dem Gerümpel. Das Adelswappen der Familie Gordon. Ein Wappenschild mit blauem Grund und 5 goldenen Lilien. Aber mit ihr können wir doch auch nicht in den Keller, oder? Wir sollen doch jetzt eigentlich... Ach, wir haben gar keine Karte mehr, das ist ja doof. Oder sagt sie jetzt was dazu? Ach, sie geht einfach runter. Wieso geht sie denn? Unheimliche Dunkelheit. Das erinnert mich an etwas sehr Unangenehmes aus meiner Kinderzeit im Kloster. Wieso kann sie denn jetzt einfach runtergehen? Das verstehe ich jetzt nicht. Und er nie. Also sie traut sich das, aber sie hat Streichhölzer. Benutzt die doch mal. Die Weinfässer sind schon seit Jahrzehnten leer. Die letzten Generationen der Gordons waren Teetrinker. Kann man hier nicht irgendwo Licht machen? Da ist eine Fackel. Da ist eine Fackel. Hier geht es nicht weiter. Die Ecke dient nur noch als Endlager für Gerümpel. Können wir mit ihr einfach in den Keller gehen. Der Brunnen scheint trocken zu sein. Ach so, ich wollte das jetzt gar nicht nochmal machen. Der Brunnen scheint... Hier muss es doch irgendwas geben, wenn wir schon mal hier unten hin dürfen. Eine Wasserpumpe. Die Handwerker haben sie mitgebracht, um den Keller auszupumpen. Eigentlich war das Ding nur für eine Woche gemietet. Piep. Entschuldigung. Ihr wisst ja, ich weiß nicht, warum es piept. Was ich dagegen machen kann. Ich glaube aber, dass das Piepen mir sagt, wenn ich nicht genug Speicher habe auf meinem Rechner. Das glaube ich, dass der mir das sagt. Vielleicht sollte ich das mal beachten und mal eben hier kurz einen Cut machen. Und ich guck mal nach, ob ich weiß, dass daher das Piepen kommt, weil ich sowieso gerade nicht weiß, was ich unten noch gerade tun kann. Und es ist unheimlich hier. Also bis gleich. So, da bin ich wieder. Könnte sein, dass das Piepen damit zusammenhängt. Viel ist es nämlich nicht mehr. Deswegen habe ich mal die Platte gewechselt.
wo ich gerade hin aufnehme. Ist ja auch egal. Wir gucken jetzt mal hier weiter im Dunkeln rum. Ich finde es ein bisschen blöd, dass sie... Ach, großer Hebel. Guck mal einer an. Vielleicht kannst du da mal endlich Licht machen. Drück den doch mal. Mach schon. Das ist der Hauptschalter für den Keller. Aus Sicherheitsgründen wurde der Strom hier komplett abgeschaltet. Wo kann ich den Strom wieder anschalten? Brunnen habe ich schon angeguckt. Die Kanalisation unter dem Schloss hat das viele Löschwasser nicht verkraftet. Vor 3 Wochen stand mir das Wasser im Keller noch bis zu den Knien. Es wird noch Monate dauern, bis man die Kanalisation wieder betreten kann. Ohne Taucherausrüstung. Ich will aber nicht nach oben, wenn ich nicht weiß, ob ich hier nicht doch irgendwie noch was machen kann. Wo kann ich denn den Strom wieder anschalten, den Hauptschalter? Ich glaube, das sollte ich vielleicht erstmal tun. Aber wird sie das überhaupt machen, wenn das aus Sicherheitsgründen ja auch abgeschaltet wurde? Bin mir da nicht so sicher. Ich gehe auch mal ganz nach rechts, nicht, dass ich hier auch was übersehen habe. Wenn sie da hinten einen Schalter gefunden hat, findet sie hier vielleicht auch was, aber nee. Irgendwo muss es ja so ein... Mal gucken. Vielleicht kann ja auch Darren helfen, so als Physiker. Wenn sie da einfach runtergeht, dann... Der Hauptstrom im Keller ist aus Sicherheitsgründen abgeschaltet. Der Lichtschalter funktioniert also leider nicht. In diesen Fässern wird sicher Wein gelagert. Ach, Handfeger und Schaufel, guckst du dir an? Ein Kehrblech und ein Handfeger. Für den jetzigen Zustand des Schlosses eindeutig zu kleine Putzutensilien. Bei der ersten Begehung mit den Handwerkern wäre ich fast von einem Deckenbalken erschlagen worden. Darum die Stützen. Das schöne Geschirr hat den Brand nicht besonders gut überstanden. Ich habe die Reste oben in Kisten verstaut. Ja, was sie hier alles schon gemacht hat, im Gegensatz zu Darren. Hier in der Küche war der Brandherd. Der Raum oben war, glaube ich, das Zimmer des Butlers. Ich gehe jetzt mal und suche Darren. Wenn der irgendwo schläft, vielleicht können wir ihn ja besuchen oder mit ihm reden oder so. Ich gehe mal nach oben. Hier, das ist offen. Aber ich gehe mal in Victorias Zimmer. Vielleicht liegt er da ja. Lady Victoria war immer sehr aufmerksam, wenn ich im Raum war. Ich hatte kaum Gelegenheit, mich hier umzusehen. Sie wird es jetzt verstehen. Aber er liegt hier nicht. Wo schläft er denn? Das Bild einer wunderschönen Frau. Ich nehme an, es ist Maria. Das sind alles Dinge, die Victoria sehr am Herzen lagen. Für mich ist jedoch nichts von Interesse dabei. Obwohl es Victoria in ihren letzten Tagen schon sehr schlecht ging, hat sie trotzdem immer noch viel Wert auf ein gepflegtes Erscheinungsbild gelegt. Was ich irgendwie süß finde. Hier ist nur Schmuck drin. 2 Halsketten, ein paar Ohrringe und Ringe. Alles aus Silber und sehr stilvoll. Huch, das Schmuckkästchen wiegt mindestens 5 Kilo.
Und was ist das? Auf der Unterseite ist noch sowas wie eine Klappe, aber wie bekomme ich die auf? Ich kann kein Schlüsselloch oder irgendwas in der Art entdecken. Ich werde es Adrian zeigen, sobald er wieder wach ist. Vielleicht kennt er sich damit aus. Ich wusste doch, dass mit dem Schmuckkästchen irgendwas ist. Aber darauf wäre ich jetzt auch nicht gekommen. Dass an dem Kästchen selber was ist. Die Geräte habe ich ja ganz vergessen. Sobald das alles hier vorbei ist, werde ich sie abholen lassen. Moment. Hier liegt noch eine Spritze mit Adrenalin. Ich nehme es mit. Nur für den Notfall. Oha. Na klar, nimm mit. Man weiß ja nie. Mache ich auch immer. Wenn ich mal einen Krankenhausbesuch mache. Victorias Ankleideraum. Der einzige Bereich in diesem Zimmer, in dem ich mich umsehen konnte. Allerdings vergeblich. Es gibt dort wirklich nur Klamotten. Ach, und was für Klamotten wahrscheinlich. Ich hätte auch gern einen eigenen Klamottenraum. Ja, ich glaube, das war auch bestimmt alles jetzt hier, oder? Also, mit dem Schmuckkästchen haben wir ja schon einen guten Fund gemacht. Und die Adrenalinspritze nicht zu vergessen. Adrian schläft noch. Ich lasse ihm seine Ruhe. Okay, er ist also da drüben in diesem komischen Totenbett, wie er es nannte. Dann gehe ich mal hier rein. Vielleicht findet sie ja hier auch was. Als ich hierher gekommen bin, war dieser Raum unbenutzt. Ich habe alles noch Brauchbare hier reinbringen lassen. Gemälde verraten viel über die Zeit, in der sie gemalt wurden. Diese hier sind zum Glück durch den Brand nicht so stark beschädigt. Ja, und was verraten sie dir jetzt? Hilft uns das? Nee, ne? Toll. Es hilft uns nicht. Na gut, dann gehen wir mal wieder raus. Wir mit unserer Spritze jetzt. Auf die Action-Szene bin ich ja schon gespannt, wenn die zum Einsatz kommt. Im Teezimmer war sie ja auch noch nicht, oder wir mit ihr zumindest noch nicht. Schwarzschimmel. Laut Greg kommt der vom Löschwasser, das einen hervorragenden Nährboden für Schimmelpilze bietet, wenn es erst in die Wände gezogen ist. Mhm. Hier sind nur Victorias Unterlagen. Kontoauszüge, Rechnungen und so weiter. Die sind nicht hilfreich. Greg wollte die Standuhr reparieren, aber dazu ist es dann nicht mehr gekommen. Eine Statue der Jungfrau Maria. Sie wird für ihre Demut und ihren festen Glauben an Gott verehrt. Aber sie ist doch auch Maria, die Frau. Vielleicht hat die Statue... Nö, die Statue hat damit nichts zu tun. Hätte ja klappen können. Pferde mochte ich nicht mal als Mädchen. Kleine Tiere sind mir lieber. Ich mag Pferde. Ein schlichter Marmorsockel. Gefällt mir fast besser als die Skulptur darauf. Keine Hinweise sonst. Ich meine... Schwarzschimmel. Ja, ja. Der Schwarzschimmel. Huha, huha. Kannst du da irgendwie mit deinem Dolch rumschmieren? Nein. Victorias Schmuckkästchen. Auf der Unterseite gibt es eine Art Geheimfach. Aber ich bekomme es nicht auf. Okay. Wir können doch aber sicherlich das Gelände auch verlassen. Können wir das? Und ich wollte ja den Hauptschalter eigentlich noch finden. Der dusselige Hauptschalter. Ich sehe keine Möglichkeit, durch diese Tür zu kommen. Wo könnte denn der Hauptschalter sein? Da lag auch noch die ganze Zeit was rum. Ich weiß nicht, ob ich das aufheben kann. Ich gehe nochmal eben zurück. Will das nur mal überprüfen hier.
Nee, das kann ich nicht nehmen. Unter dem Grundstein war früher der Eingang in die Katakomben, aber Marcus hat ihn versiegeln lassen. Heute befindet sich dort unten der Keller. Ja, im Keller waren wir, aber es ist einfach zu dunkel da unten. Na gut, doch wieder in die Küche. Ich weiß nicht, ob das hier irgendwie... Ja. Der Zugang zu den Katakomben muss sich im Schloss befinden. Draußen werde ich nur nass. Ja, ist ja gut. Ich hab's verstanden. Du willst also hier den Hauptschalter finden. Ich habe keine Ahnung. Hat das was mit den Säulen in der Bibliothek zu tun oder so? Die werden ja auch immer erwähnt. Die Stützsäulen. Aber hier wird doch nichts sein, oder? Eine mächtige Säule. Die Holzverkleidung ist mit Schnitzerei. Blabla, blabla. Unwichtig. Nicht wichtig für den Hauptschalter. Ich meine, ich würde ja zum Keller gehen, weil ich da ja auch eher denken würde, da wäre der Schalter. Aber wenn der da nicht ist, dann weiß ich auch nicht. Ich meine, war das da unten, war das nicht der Hauptschalter, wo sie da im Dunkeln hinleuchtete? Aber warum hat sie den jetzt nicht betätigt gehabt? Weil aus Sicherheitsgründen. Nur was soll ich denn da machen dann, falls das dann der Schalter jetzt schon längst war? Das wird er bestimmt jetzt gewesen sein. Brauche ich den ja hier oben nicht suchen. Aber was soll ich hier unten machen? Ach, sie guckt die sich auch gar nicht mehr an. Geh noch mal raus hier. Die Schaufel, stand die Schaufel da vorher auch? Ich gehe noch mal runter. Ich finde das so komisch. Ich hätte ja auch gerne mal eine dauerhafte Leuchtquelle, wie eine Kerze oder so. Aber ich habe bis jetzt auch noch nirgendwo eine gefunden. Der Brunnen scheint trocken zu sein. Ist das gut? Ist das schlecht? Was mache ich da jetzt? Kannst du das Muckkästchen anwenden oder die Bibel oder weiß ich doch nicht was? Nochmal wieder Licht machen, ist ja auch doof. Was soll ich mit dem Brunnen machen? Da drüber ist bestimmt die Säule. Der Brunnen scheint trocken zu sein. Ja, toll. Ach, jetzt macht sie wieder Feuer. Ja. Okay, ich hab's kapiert. Der Brunnen scheint trocken zu sein. Gut, dann sehe ich hier im nächsten Part weiter von Black Mirror 3. Vielen Dank fürs Reinschauen und mal gucken, was wir hier noch so an trockenen Brunnen finden das nächste Mal. Bis dann!